So, hallo Freunde der leichten Unterhaltung zu einem neuen Let's Play von Forza Horizon 5. Nachdem ich beim letzten Video oder beim letzten Mal ja nicht rausgefunden habe, wie man sein Auto upgradet. Ja, man muss einfach nur ins Festival fahren. Ne? Da bin ich dann eben gerade mal reingefahren. Und jetzt wollen wir mal zusammen den Wagen ein bisschen zumindest verbessern. Individuelles Upgrade. Ja, wollen wir ein paar individuelle Teile reinbasteln? Ja, wa? Wir später noch was nachtunen. Am Sturz und so weiter, sagen wir dahingestellt. Erstmal mal gucken, Teile was für es deinen hier so Motor? Gibt. Hier. Okay, Einlass, Zündung, Ventile, Schwungscheibe. Was haben wir denn für Schwungscheiben? Wir haben Sportschwungscheiben, Sport und Rennen. Komm, nehmen wir gleich Rennen. Wir haben 495.000. Ich glaube, wir kriegen den ganz gut hier gewuppt. So, Rennventile. Moment, stopp. Vielleicht sollte ich erstmal einmal gucken, ob es ganz umbauen gibt. Wenn du deinen kompletten Motor auswechseln willst, geht das hier. Okay, der hat ja jetzt AWD, so würde ich ihn auch lassen, auf Allrad. Die Frage ist, ob ich ihn ein Twin-Turbo einbastel. Das kloppt ihn natürlich auch nicht nach oben. Die Beschleunigung geht erstmal runter, weil sie am Anfang natürlich ein bisschen schlechter ist. Das Drehmoment am Anfang ein bisschen schlechter ist. Ja, mein Gott. Machen wir. So, das haben wir gemacht als Umbauten. Dann würde ich den Antrieb zuerst machen. Renngetriebe, 10-Gang-Renngetriebe. Okay, montiert ist ein Seriengetriebe. Haltet komplettes Übersetzungstuning frei. Ja komm, dann machen wir das mal. Müssen wir dann uns später mit beschäftigen, mit Getriebe und so weiter. Bisschen Gewichteinsparung erstmal. Seriendifferential, Rallye-Differential, Drift, Offroad. Ich würde auf das... Ach, Kinders, ey. Boah. Halte das auf jeden Fall frei. Ja gut, machen wir erstmal Drift-Differential. Mit Umbau. Hier hast du alles, um deine Aerodynamik zu ändern. Was haben wir denn da? Einstellbaren. Okay, den machen wir mal rein. Das gleiche auch hinten. Da haben wir dann auch einen Einstellbaren. Und schöne Assi-Bar-Theke, finde ich super. Super Idee. Ich meine, das Auto ist sowieso so ein... Ja, wer es braucht, ne? Egal. Ja, haben wir gekauft. So, hier Bremsen. Hier passt du dein Handling an. Offroad-Dämpfer, Driftfedern und Dämpfer schaltet natürlich alles frei, wieder zum Einschalten. Also nehmen wir die Driftfedern. Stabilisatoren auf jeden Fall. Haben wir hier Gewichtsreduzierung. Renngewichtsreduzierung natürlich. Und ja, wenn dann auch eine richtige Rennpappe haben, ne? Reifen? So. Oh, und Reifen. Ob wir Reifen haben. Reifenmischung. Was will ich denn eigentlich haben? Demi-Slicks, Offroad, Drag, Winter, Drift, Gelände, Slicks. Naja, ganze Slicks auch nicht. Komm, wir nehmen tatsächlich die Demis. Wenn das hier gibt mehr Handling, ne? Na komm. Breite zu ändern hat, glaube ich, keinen Nährwert. Das lassen wir mal erstmal. So, jetzt an den Motor selber. Rennansaugsystem, damit bringen wir noch mal ein Stück nach oben. Unseren Turbo Gap kriegen wir damit nicht weg, aber macht nichts. Eine Rennkraftstoffanlage. Rennzündung auf jeden Fall. Rennventile machen wir auch. So, den Twin Turbo können wir auch noch mal ein bisschen höher. Alter Schwede, bitte was? Ja, machen wir natürlich auch. So, Sport, ein Rennluftladekühler und die Schwungscheibe hatte ich schon. Die Schwungscheibe hatte ich schon. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir dann später... Erstmal fahre ich den jetzt so, wie er ist gleich. Dass wir später dann das Ganze... gut aufheilen lassen. Okay, Korb ansehen. Du wählst die Teile, ich berechne die Kosten. Hier ja. Ist dein aktueller Preis. Teile kaufen, willst du einbauen. Oder sollen wir das einbauen? Hau rein. Haben wir ein 999er Auto. 1000 kW. Da machen wir gleich nochmal den Blitzer. Und mal gucken, ob der Blitzer dann noch hinhaut. Das Tuning direkt, das individuelle Tuning, das machen wir später. Mir war erstmal nur wichtig, Teile reinbauen. Mit diesem Teil hier macht man dann, glaube ich, nichts mehr falsch. Ja, wo war denn der Blitzer überhaupt? Wollen wir nochmal gucken hier. Da war der Blitzer. Gut.
250, 329 Klamotten müssen wir erreichen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Achso, okay. Da ist er. Dann würde ich sagen, fahren wir hier nochmal ein bisschen raus. Jo, natürlich. Merk selbst, Auto. Also abartig, wie er jetzt beschleunigt. Und abartig, wie er jetzt auf der Straße liegt. Also die drei Sterne kriegen wir locker. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ganz locker. So, ihr habt aber gesehen, wir sind im 10. Gang am Anschlag. Da kann man noch ordentlich was rausholen, weil so wie der abartig schaltet hier, kann man den auch ein bisschen lockerer am Anfang machen lassen. Und später dann ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier... Ach, guck mal, hier ist noch ein Blitzer. Wollen wir den auch gleich mitnehmen? Ja, komm. Machen wir die Blitzer einmal schnell und dann fahren wir dabei zu dem nächsten Rundkurs hier oben, würde ich sagen. Oder? Oh. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja. Machen wir. Oh, das war die Gelegenheit. In 200 Metern links abbiegen. Abartig, wie dieses Fahrzeug jetzt beschleunigt. Problem ist, ihn dann noch unter Kontrolle zu halten. Was nicht so schlimm ist, sofern man nicht jetzt so wie ich einen Blitzer haben möchte. Bleib auf der Blitzerzone. Mit Vollgas durch. Ja, dazu würde, hätte man erstmal so ein bisschen mit dem Auto üben müssen. Hey Alexander. Wir sind 213. Das geht besser. So. Wir feuern dich an. Zwei Sterne. Danke, Haley. Komm, versuchen wir nochmal. Wie gesagt, mit dem Auto muss man erstmal umgehen lernen. Ich habe Glück gehabt, dass ich daran vorbeigekommen bin. Na, drei Sterne? Jo. So, siehst wohl. Haben wir den weg. Dann können wir gleich noch das Rennen starten hier vorne. Da fahren wir noch hin. So, in der Zeit mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Driften. Mal gucken, was die Karre noch so kann. So, jetzt fahren wir die Blitzerzone nochmal. Diesmal so wie ich will. Sagte ich nicht, bleib auf der Straße und gib Vollgas. Ah ja, okay. Ziemlich sicher. Guck mal, die Rückstrecke ist da oben. Ich bin voll drum vorbeigefahren. Das Schöne ist, wie gesagt, hier gibt es Fähigkeitspunkte für jeden Quatsch. Und wie ihr seht, gibt es hier deutlich mehr als mit dem alten Fahrzeug. Birne. Sehr schön. Moment, stopp. Hier vorne gibt es ein Schild. Was da oben? Kommen wir ja so nicht hin. So, 17.000 Punkte mal sonst was. Das heißt, da kriegen wir jetzt auch nicht... Es ist echt lustig. Du aber hast gut. Dein Ziel erreicht. Ich habe mein Ziel erreicht, ja. Aber da wollte ich ja gar nicht hin. Habe ich den hier nicht markiert? Habe ich nicht markiert. Oh, ich bin auch echt ein Pottkopf. Bei nächster Gelegenheit. Also doch da hinten hin. Wo ist Zielort? Wo steht das hier nirgendwo? Ah. Wir sparen uns mal die Straße und fahren mit unserem Offroad-Fahrzeug natürlich völlig durch auf. Einfach nur um... Störungspunkte zu sammeln. Muss nur aufpassen, dass wir hier nur irgendwo gegenballern. Gegen dicken Baum oder so. Aber ansonsten gibt es ordentlich Punkte mit Drift.
Wir fahren ja jetzt auch wieder auf eine Straße, also alles gut. Also, dass es dafür Punkte gibt, völlig in Ordnung. Können wir machen. Smaragd-Rundstrecke. Du hast dein Ziel erreicht. So, mit diesem Auto, das ist echt abartig. Ich weiß nicht, ob ich damit fahren will. Ich mach's einfach. Aber es ist wirklich abartig. Dementsprechend gut werden ja die Gegner, ne? Machen wir trotzdem. Komm. Mehr als verlieren kann man nicht. Dann ist es halt so. So, lackieren müssen wir ihn aber auch noch. Ich meine, der sieht schon mal nicht so schlecht aus. Wenn man lädt, hat er... Achso, wenn er lädt, tatsächlich. Hakelt er. Ist euch das auch aufgefallen? Cool, von der SSD geladen wird. Von der ziemlich schnellen sogar. Ja, ja, dementsprechend schwer sind jetzt auch die Gegner. Ich guck mal. Wie gesagt, im Zweifel wird man halt nicht so gut. Wird man halt nicht Erster. Mein Gott. Abartig, abartig. Also ist mir zu schnell. Ich will den Käfer, dann wird der Käfer wird nicht getuned. Ja, seht ihr? Ich habe einen Kontrollpunkt verpasst. Dann setzt er mich zurück. Macht nichts, wir fahren das Rennen jetzt trotzdem zu Ende. Damit ihr eben auch mal sieht, wie man scheitert. Und im Endeffekt ist es ja wie gesagt nicht schlimm. Und mit diesem Auto kann man zwar wunderbar durch die Gegend fahren, glaube ich. Und ein bisschen Punkte sammeln, weil man mit dem super driften kann. Im Rennen muss er noch getunt werden. Und bin ich ganz ehrlich, die Standardrennen brauche ich auch nicht so eine Kiste. Da reicht mir ein langsamerer. Gucken wir mal. So, 12. Das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern, aber ist nicht so schlimm. Wenn man den Kontrollpunkt verpasst, ist man ja auch selber schuld. Wenn man sich dieses Auto so tunt, ist man auch selber schuld. Vorher damit ich mal ein bisschen übt. Na schau, ich krieg zumindest vielleicht noch ein oder so. Mal gucken. Wenn ich sauberer fahren würde. Ja. Da war der Spoiler ab, den wir gerade jetzt angebaut haben. So viel zum Sauberfahren. Ne, so nicht. So holt man die garantiert nicht ein. Also auch die letzten nicht. Der haut auch gleich aus mit dem Heck. Abartig. Man den ein bisschen beschleunigt. So, damit haben wir es jetzt geschafft. 3 Runden gibt es nur, ja. Sind halt letzter geworden. Mit selber schuld. Ist ja egal. Gibt trotzdem ein paar Punkte. Gibt dann eben keinen Wheelspin oder so. Keine Ahnung. Ja. Und ich bin auch selber schuld, mit dem 999er wirklich zu fahren. Ja, obwohl, wenn man sich die beste Runde anguckt, war ich gar nicht so viel schlechter als die oberen. Naja, gut. War vielleicht besser als 4 andere. So. Ja, du hast gewonnen, ist auch okay. Ich krieg trotzdem ein bisschen was. Was krieg ich? Oh, komm, EP ist okay. Gibt dann zwar nicht super viele EP, aber mein Gott. So, ich... wie ich schon sagte, behaupte, hey, wir müssen ein anderes Toll Auto nehmen. Gemacht. Wir sind fast was? Bereit für ein Abenteuer von Horizon und wir wollen dich dafür. Wir unterhalten uns später. Hab das toll gemacht, sagte. Naja. Nee. Liebe Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein paar Spielekommentare und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. Bis dahin, ich glaube, beim nächsten Mal versuche ich das nochmal zu fahren mit einem normaleren Wagen. Alles gut, haut rein.